Vielleicht habe ich auch eins vernichtet. Sabotage. Zombie-TV. Hehehe, geilo. Hallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen bei mir zurück auf dem Kanal. Weiter geht's jetzt mit Gates of Hell. Wir spielen die sowjetische Kampagne, als dynamische Kampagne, mit der Conquest Enchains V2 Mod, wie ihr schon sehen könnt. Ich habe mir die Mod mal kurz ein bisschen angeguckt, habe eine deutsche Kampagne gestartet und habe mir so, ich sag mal, einen kleinen Eindruck schon mal verschafft, so wie es da abgeht und so weiter. Und ja, ihr tut mir damit ganz schön was an. Also Schwierigkeitsgrad ist sehr massiv tatsächlich. Ich werde jetzt eine neue Kampagne starten. Einzelspieler, war das richtig? Moment. Eroberung dynamisch. So. Eroberung erstellen. Wir nennen sie einfach YouTube. Ich habe sowieso nur zwei Speicherstände momentan. Das reicht dann vollkommen aus. Ich glaube, es reicht tatsächlich aus, die einfach auf normal zu lassen, da sie dann schon relativ schwer ist tatsächlich. Hier werde ich mir ein klein wenig was erlauben. Stell das Ganze auf sehr lang und Nebel des Krieges lasse ich deaktiviert. Wenn es jetzt mal geht hier. Hallo? Nebel des Krieges aus. Ach schon. Er will nicht. Ach, jetzt. Dauert immer ein bisschen. So, Region. Ich bleibe jetzt mal hier bei Osteuropa, Ostfrontkarten. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, ob es an der Mod liegt oder nicht. Kann ich nicht genau sagen. Wenn ich hier Finnland plus Osteuropa nehme, also eigentlich, dass beides zusammen drin ist, spiele ich nur gegen Finnland. Hab gar keine anderen Gegner. Also, ich dachte eigentlich, dass dann Deutschland und Finnland kommen. So wäre es ja theoretisch auch richtig. Passiert aber nicht. So, Sowjetunion, und dann machen wir auch fortfahren. Ich erkläre auch gleich genau, warum ich das mit den Dingens von unfair auf normal gestellt habe. Das liegt einfach an den Startressourcen, die wir zahlen. Jetzt haben wir nämlich 14 Forschungspunkte, die auch tatsächlich bitter nötig sind. Wenn ich überlege, was die Gegner-KI am Anfang einen entgegenwirft, boah, das wird bockschwer. Und vielleicht sogar schon langsam so in die Richtung nicht möglich tatsächlich. Also, ne, man muss tatsächlich sagen, die Mod ist brutal schwer. So, wir können uns eine Mission aussuchen. Ich nehme mal hier jetzt einfach mal was ganz Einfaches hier mit einem Stern. Es gibt Forschungspunkte, die brauchen wir sowieso. Weil, wie gesagt, ich versuche es nochmal ein bisschen zu replizieren. So, es ist wirklich so, dass wir, wenn wir jetzt hier starten, wir können von der Forschung, hätten wir jetzt weniger Sterne, kaum was auswählen, kaum was erforschen an Einheiten, dann haben wir das Problem, dass wir theoretisch ja hier unser 45mm Geschütz haben als Panzerabwehrkanone. Die kriegt allerdings schon Schwierigkeiten, da der Gegner dort dann auf einmal mit Panzerkampfwagen 3 direkt mal startet. Ja, als Beispiel, wird Bock schwer, dann schaffen wir das nicht. Unsere Panzer, die wir am Anfang ins Gefecht führen könnten, tendieren jetzt zwischen so diesem T26 und dem BT am Anfang. Also das ist so, dass ich sag mal, was möglich ist. Auch dort haben wir natürlich übelste Schwierigkeiten, uns gegen die ersten Panzerkampfwagen der Deutschen zu wehren. Deswegen habe ich mir erlaubt, ein paar mehr Forschungspunkte zu nehmen. Ihr könnt mich jetzt gerne als Noob strafen, das macht mir nichts. So, wir haben am Anfang der Forschung haben wir tatsächlich schon frei, dass wir hier so ein Artillerie-Sperrfeuer haben. Wie ihr sehen könnt, der ganze Technologiebaum, Forschungsbaum ist viel, viel, viel komplexer geworden. Ihr seht hier diese ganzen, ich sag jetzt mal, dieses Hin und Her. Ich sehe gerade, dass hier auch noch irgendwas nach außen geht. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Für 999.000 Forschungspunkte. Schweres Artillerie, Sperrfeuer, AI only. Okay, das habe ich noch gar nicht gesehen. Ist da noch mehr auf der ganz rechten Seite? Interessant. Naja, auf jeden Fall, die Mod fügt Einheiten hinzu.
macht die Schwierigkeitsstufe höher und ja, die KI kriegt auch viel, viel mehr Einheiten bei den Angriffen zu verteidigen, wo wir verteidigen und die Gegner greifen an. Viel, viel mehr. Es ist also richtig immens tatsächlich. Ansonsten, was mir so aufgefallen ist, ist hier zum Beispiel ein kontrollierbares Flugzeug, also was man jetzt, ich verstehe es jetzt einfach mal richtig, hoffe ich, dass wir selber steuern können. Bestimmt interessant. Habe ich auch tatsächlich, glaube ich, auch noch nie probiert, einfach mal so ein Flugzeug selbst zu steuern, ne? Ob das geht. Na ja, gut, okay. Ansonsten, ja genau, stimmt. Bei den Deutschen darf ich noch erwähnen. Was mir ja aufgefallen ist, dass ich in manchen Videos habe ich schon mal tatsächlich den kleinen Goliath gesehen, also diesen kleinen ferngesteuerten Panzer, der mit Sprengstoff besetzt ist, vollgepackt ist, den du dann irgendwo reinfährst und dann macht Bumm. Tatsächlich ist der in dieser Mod auch bei den Deutschen tatsächlich drin. Also das habe ich auch schon gesehen. Ansonsten die normalen Feldeinheiten ist, glaube ich, jetzt, ich bin jetzt auch nicht so involviert bei den Russen, keine Ahnung. Sieht aber trotzdem nach mehr aus. Also ich bin nicht ganz sicher, ob das alles so ist. Ich meine, das hier wird auf jeden Fall nicht drin sein. Ich weiß auch gar nicht, ob die Fallschirmjäger drin hatten. Schwarzmeer kann ich mich dran entsinnen. Die habe ich, glaube ich, schon mal gesehen. Mörser, die Geschütze, die MG-Geschütze. Und dann kommen wir auch schon zu den Panzerabwehrkanonen bzw. Artillerie. Die haben wir ja hier in zwei verschiedenen Bäumen drin. Warum? Keine Ahnung. Wir haben immer dann halt diese, ab hier ist das, glaube ich, 152 mm. Ist auch so, ja, ich sag mal so, auf leichten Ketten angehaucht. Bis zu 280 mm. Und hier unten ist das, was man so typischerweise schon aus meinen Let's Plays kennt, Eroberung. Dass wir hier so eine 122 mm oder 152 mm schon mal erobert haben. Ansonsten, Kati und Andy sind natürlich auch dabei, keine Frage. Dann haben wir hier die, ja, wie soll ich sie nennen? Panzerkampffahrzeuge. Sowas wie das diese Sonderkettenfahrzeuge oder Sonder-Kfz bei den Deutschen so in der Art. Dann die leichten Panzer, beginnt jetzt mit dem T-27, den braucht man nicht spielen, ist ein fahrender Mülleimer, das kennt ihr. Geht dann weiter bis T-70 etc. und später dann auch hier zu den amerikanischen Varianten oder auch britischen. M3, M4, ne, die bekannten eigentlich so, dann die Valentines und auch der Churchill. Dann kommen wir zu den mittleren Panzern, ich muss mal hier noch ein bisschen rüberschieben, so. Mittleren Panzer beginnt mit dem BT-2, dann zum T-34 langsam in 1 Million verschiedenen Ausführungen. Also wirklich, ist ja echt immens, ne? Eins. Hier ist sogar ein Minesweeper mit bei. Also ein Minenräumfahrzeug. Aber hier ist, Moment, stellen wir mal nach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 verschiedene T-34. Dabei ist einer OT, das ist so ein Flammenwerfer, Flammenpanzer. So ein Flammenwerfer dran. Und dann wirklich 1940 bis 1943 T-34. Hier ist, glaube ich, nochmal mit einer anderen Kanone bei. Hier auch. Also sind Varianten von dem. Und wenn wir mal gucken müssten, wie wir jetzt da hinkommen, reicht es schon fast gar nicht mehr aus, oder? Warte mal, ich glaube zu dem oberen, nee, das obere, also wir müssten hier so runtergehen und dürften dann nach rechts gehen. So, aber ich glaube, das heißt, den hier könnten wir nicht nehmen, wenn wir nicht die... das ist das jetzt so durchgängig? Was ist denn das hier dann oben? Wenn wir den Feldingenieur nicht haben. Okay, gut, also auch noch eigentlich möglich. Weil, ihr seht ja, dass wir, wenn das jetzt hier von unten kommt, der Strich, und von oben, das heißt, wir müssten beide Wege vervollständigen, um dann halt das hier zu erforschen. Ansonsten seht ihr, dann geht es noch weiter mit den T-34, die habe ich jetzt bei den 8 gleich aufgeführt. Gibt es noch drei weitere mit der 85mm Kanone und zweimal als Flammenpanzer. Dann haben wir hier unten die ersten SUs, 122 bis SU-100, hier unten noch die 85M. Und dann bei den schweren Panzern beginnt T-26, wird dann zum KV-KW-1. KW1, ja doch, KW1E sehe ich hier noch, den verstärkten.
dann auch wirklich von 39 bis 1942 ist noch eine andere Variante drin, und zwei sehe ich hier gerade. Wahrscheinlich mit unterschiedlicher Kanonenausführung, gehe ich mal stark von aus. Auch der KV-2 ist hier mit drin. Den haben wir noch gar kein Spiel gesehen, tatsächlich. Weder mit Finnland noch mit den Deutschen haben wir den jemals gesehen. Wird auf jeden Fall von mir auf jeden Fall erforscht, ganz, ganz safe. KW-85 mit der dicken Kanone kennen wir auch. Und dann geht es weiter zu IS-1 bis IS-2. Achso, und dann die beiden schweren Jagdpanzer ISU 152 und ISU 122S. Genau. So viel zum Forschungsbaum. Ihr seht also, wir haben hier reichlich zu tun. So, ich würde mich jetzt mal vorbereiten, dass wir so mal die ersten Leute bzw. die ersten Sachen erforschen. Auf jeden Fall brauchen wir einen Versorgungs-LKW mit Munition. Feldingenieure sind unabdingbar, da das geht gar nicht ohne. Sollten wir Beutepanzer ziehen, brauchen wir die Feldingenieure, die normalen Besatzung von den, also hier die normalen Infanterieeinheiten brauchen halt sonst viel zu lange zum Reparieren. Dann könnten wir uns aussuchen, jetzt Infanterie, wir haben jetzt noch 10 Forschungspunkte über. Worüber versuchen wir jetzt am besten den Gegner platt zu machen? Klar, ein Mischmasch ist immer am besten, gar keine Frage. So, wie gesagt, wir haben aber am Anfang einfach einen technologischen Nachteil. Das ist einfach so. Wenn wir hier die Artillerie erstmal nehmen, kostet uns das 5. Ist sie besser als die hier? Dann kostet uns das schon 6. Gehen wir mal weiter. Was nehmen wir für Panzer? Wenn wir jetzt auf diesen T26 nehmen, der hat nicht mal eine Kanone, der hat nur diese MG-Türme. Und dann kommt hier der T26 mit der ersten, ich sag jetzt mal, Kanone. Boah, ist schwierig. Danach kommt schon das T35 Schlachtschiff, kostet 7 Forschungspunkte, ist sündhaft teuer. Warte, ich glaube, das machen wir nicht. So die Frage, ob der BT5 besser ist als der T26. Müssten die mal kurz vergleichen, tatsächlich. Ich mache das mal so. Auswahl erforschen. Ich muss sie mal unbedingt vergleichen, das ist echt gar nicht so leicht zu sagen. Was war das jetzt? T26? Der hier, glaube ich, ne? Kann das sein? Nee. Der. So, dann haben wir einen Panzer, der Panzerung 5 bis 15 mm bietet. Durchschlagskraft ist allerdings 63 oder beziehungsweise auf Entfernung dann 36. Bei 150 Metern. Also, es muss klar sein, jeder Panzer wird uns in den sogenannten Popo. Das darf ich nicht sagen. Ihr wisst aber, was gemeint ist. Und das wäre die Alternative, BT2, war das richtig? Muss mal kurz kicken. T26, das war der. BT5. BT2, BT5, also. Das wäre die Alternative. Also, er ist schon mal besser gepanzert. Aber die Kanonenleistung ist jetzt nicht mehr so dolle, ne? Ne, am besten. Durchschnitt 36 mm. Obwohl, das könnte eigentlich noch passen. Den nehmen wir. Wir nehmen den BT5 für den Anfang. Einfach damit ich. Wahrscheinlich kriege ich eine Klatsche. Ich bin gespannt. Aber wir nehmen das erstmal so mit. So. So, noch einen einzigen Forschungspunkt über. Können wir sonst noch irgendwas machen? Können wir nicht? Warum können wir nicht? Ach, ich habe 0. Achso, oh. Ja, ich war vielleicht noch am Überlegen, ob man hier vielleicht den Gewehrgrenadier nimmt. Der ist eigentlich relativ cool, auch gegen Panzer. So, jetzt haben wir natürlich für den Anfang unsere Infanterie ist nichts Besonderes.
Wir haben zwei verschiedene Leute, die wir auswählen können. Wir können die Schützengruppe auswählen. Die haben 100 Trefferpunkte, keinen Helm, eigentlich gar nichts. Einen Spaten haben sie. Das heißt, die können sich eingraben. Und dann haben die Grenzschutztruppen. Die haben theoretisch dasselbe. Würde ich sagen. Ja, sieht das dasselbe aus, tatsächlich. Also keinen großen Unterschied, außer dass der eine 5 kostet. Wir haben hier drin so viel 6 Leute. Und hier haben wir 2, 4, 6, 8, 9. Plus einen wahrscheinlich mit einer Pipesh. Gehe ich mal von aus. Ja. Ah, schwierig, schwierig, schwierig. Na gut, wir versuchen es altbekannt zu meistern, würde ich sagen. So, wir haben zwei Züge von Anfang an freigeschaltet. Das heißt, wir können mit beiden direkt unterwegs sein. Das Einheitenlimit hier ist auch ein bisschen höher. Wir haben in beiden Zügen 70. Das heißt, wir können jetzt von Anfang an relativ viele Leute mitnehmen. So, wir haben jetzt hier. Habe ich eine 45 mm? Habe ich jetzt auch noch? Habe ich die mit angeklickt oder was? Hier ist die 45er. Wo kommt denn die 32er dann her? Das ist eine Standardeinheit. Wo kommt die Kanone her? Hier 37. 45. Weiß ich jetzt nicht, wo die hier ist, obwohl wir die hier eigentlich schon erforscht haben, kann ich nicht sagen. Obwohl das ja theoretisch schon dann die bessere Variante ist, ne? Eine 76er, und das ist die Weite. Das sieht so komisch aus, ne? Man überlegt, dass das hier einfach so Richtung Pack geht. Ne? Also die Panzerabwehrkanone, die dann einfach zu dem hier wird. Und dann wird sie wieder kleiner. Und dann später zu CIS. Naja gut, soll wohl so sein, ne? Würde ich sagen. Wer mal Ahnung hat, ob das Zwischending hier, die 76 mm OB25, besser ist irgendwie. Obwohl, ja, das ist aber nur auch immer ein Forschungspunkt, ne? So, dann hätten wir zwei von denen hier. Wir hätten einmal die hier und einmal die als Artillerie. Die nehmen wir auf jeden Fall ein. Ganz safe. So, ich würde so eins nehmen und ich würde auch so eins nehmen. Diese drei Geschütze, würde ich sagen, bieten sich jetzt erstmal an. So, dann nehmen wir erstmal noch Versorgungstruck mit. Hierfür. Ich tausche das mal noch hier um, damit das hier so als Building-Maßnahme ein bisschen einfacher. So. Dann brauchen wir unsere möchte gern schweren Panzer, die auch immerhin schon 15 Punkte kosten. Die Panzerung ist nahezu identisch, nur die Kanone ist besser. 45 mm. Oh, und du hast 37. Sonst kostet es alles gleich. So, Panzer rein. Mindestens zwei Panzer. Also ich brauche nur drei Panzer, brauchen wir auf jeden Fall. Das brauchen wir nicht, denke ich. Ja, dann gehen wir auf Infanterie, würde ich sagen. Schützentruppe. Schützentruppe. Auch eine Schützentruppe. Panzerabwehreinheit nehmen wir auch zweimal mit. Halte ich für wichtig. Die haben zwar jetzt hier nicht die beste Panzerbüchse irgendwie. Ich weiß gar nicht, wie heißt die? PTRD41. Und wenn sie nah genug rankommen, why not? Muss natürlich im Klaren sein, jedes MG ballert uns voll weg. Mit 100 Trefferpunkten halten wir nicht viel aus. So ein bisschen Reservecrew mitnehmen. So, dann ist der Zug voll. So, jetzt haben wir hier zwei Kanonen drin. Da packe ich hier auch noch mal einen Truck mit rein. Weil ich nicht weiß ganz genau, wie viel wir da verballern werden. Aber Vorsicht ist besser als Nachsicht, wie man so schön sagt. Bin sogar am Überlegen, wir haben jetzt, was haben wir denn jetzt hier? Wir haben dreimal Schützengruppe, zweimal Panzerabwehreinheit, dreimal Panzerbesatzung mit drin. Ob wir hier vielleicht sogar noch mit Panzern auffüllen. Feldingenieur können wir auf jeden Fall mal gebrauchen.
Ich nehme jetzt hier auch nochmal einen Sunny mit. So, dann können wir theoretisch hier noch einen Panzer reinballern. Doch nicht. Warum? Achso, ich habe noch 7 Punkte frei. Okay, ja, dann 5 ist. Kann ich dann nochmal diese Schützentruppe mit reinnehmen dann? Oder sollte ich noch einen Geschütz nehmen? Aber passt eh nicht. Passt eh nicht. Wir haben eine Kommazahl da drin, ne? Das ist jetzt auch total dämlich. So. Dann ist das Ganze theoretisch voll. Also wir haben sehr viel Infanterie. 3 Panzer, glaube ich, ne? Habe ich richtig gezählt? 3 große Panzer. Also ich möchte gern große Panzer natürlich. Die es erstmal richten sollten. Genug Panzerbesatzung als Reserve. Vorteil ist bei denen, dass die auch noch deutlich besser im Reparieren sind. Also falls jetzt unsere Feldingenieure draufgehen, haben wir immer noch die. Die können auch wunderbar eine Reparatur durchführen. Ansonsten können wir denen natürlich auf alles, was auf dem Schlachtfeld liegt, nochmal an Bewaffnung zustecken. Zur Not. Ja, Schützengruppe, ja, das muss jetzt passen. Wenn ihr irgendwelchen Fehler seht, sagt mir Bescheid. So, die Karte ist Hillswood. Wir sind keine Dingens. Das heißt, ich habe keine Ahnung von der Karte. Werden wir also wahrscheinlich auch noch nicht gespielt haben. Gespeichert habe ich, also rein ins Game. Auf ins Gefecht! Ein Kommandant, der in der Dienstvorschrift nach taktischer Inspiration sucht, ist ungefähr so vertrauenswürdig wie ein Arzt, der zur Diagnose ein medizinisches Lexikon auflegt. Ja, genau. Ja, ich weiß ganz genau, was der hat. Kein Problem. Ich guck mal eben nach. Der Archie. Natürlich ist jetzt diese Folge erstmal ein bisschen länger, ne? Keine Frage. Um ein wenig warm zu werden mit der Mod. Die anderen Folgen werden dann wieder ein bisschen kürzer sein, da werde ich nicht so viel quatschen am Anfang. Ansonsten, Leute, es ist Ladezeitbildschirm, also gibt es was? Natürlich, wer noch nicht hat, abonniert gerne den Kanal, lasst den Daumen nach oben da und wir bekommen, oder beziehungsweise ihr bekommt eine Benachrichtigung, wenn das nächste Video kommt. Vorteil über Vorteil. Also, nutzt die Chance, drückt auf den Abo-Button. In der Zeit trinke ich mir noch ein Schlückchen. Okay, was haben wir hier? Oh, eine schöne Karte. Oh, ich sehe direkt einen Panzer. Hä? Ich habe doch gerade hier einen Panzer auf der Karte gesehen, oder nicht? Okay, das sieht überschaubar aus. Was ist das hier? Autozugmaschine? Was ist das denn? Trecker. Kann man die einnehmen? Jo. Ach krass. Könnten wir zum Zug kommen. Also, das ist schöne Map. Tatsächlich. Bin mir nicht sicher, ob ich die schon mal gespielt habe. Aber sie gefällt mir. Ah, hier ist auch eine. Nee. Hä? Was ist das? Der Zug? Ach, Quatsch. Können wir in den Zug einsteigen? Jo! Oh, ich fahre gleich Lokomotive und ihr so. Gut. Artillerie anhängen. Da wird mal vorgerückt hier. Vorne ist ein Feind auf der Straße. Bewegung. Ich will Bewegung. Macht's erstmal altbekannt. Bomben die erstmal weg. Was sabotiert? Okay. Der Gegner könnte bei der Eroberung von Panzern
den Panzer, den sabotieren. Natürlich auch sehr interessant. Moment, die eine Infanterieeinheit hier weg. Putz! Da ist er weggeflogen. So, jetzt will ich aber trotzdem mal einmal hier in den Zug einsteigen. Bin mal echt gespannt. Ich meine, es fährt ein Zug nach nirgendwo, ihr seht, ne, aber ich bin neugierig. Ich steige da echt jetzt ein, ne? Kann sich aber nicht bewegen. Das wäre jetzt auch zu cool gewesen. Oder müssen wir den Motor starten? Moment, wird mal end. Nein. Aber es ist cool, wie der da drin sitzt, oder? Tut, tut, auf geht's. Coole Sache. Schade. Das wäre natürlich jetzt mal was extrem Geiles gewesen, wenn der einfach damit jetzt sagen könnte, so, ja, ich fahre jetzt mit dem Zug los. Tschüss. So, das ist die... Das ist die... ich hänge erstmal die an. Ab nach vorne mit euch. Ja. Panzer nach vorne. Feldingenieure bleiben ein bisschen weiter hinten. So, was können wir uns denn... Ach guck mal, die Kanone steht doch eigentlich schon perfekt hier. Einmal abkoppeln bitte. So. Ausrichten bitte. So, Panzer. Einmal hier vorne als Deckung. Hier vorne auch. Ihr könnt euch schon mal hier einfach mal kurz in Deckung begeben. Dass alles ein bisschen geschützt ist. So, und du kommst auch nach vorne. Vielleicht sogar kurz knapp davor daneben. So, und dann ballern wir mal ein bisschen rum. Ist er da was am Reparieren? Ich muss nur mal kurz gucken. Ach, das ist gar keiner. Das sah jetzt so aus, als wäre hier ein Manneke mit dem Helm. Wo sind die Einheiten alle hin? Hier ist ja gar nichts. Ist das ein Scharfschütze? Jo. Birksjäger, Scharfschütze, Waldschirmjäger, noch ein Scharfschütze. Ja, krass. Sehr viele verschiedene Leute. Guck mal gerade mal ein bisschen die Waffen an. MP41. Noch ein Scharfschütze. MP40. K98, noch ein Scharfschütze. Was ist denn hier los? Gibt es einen Scharfschützen-Spot hier? Aber relativ wenig Einheiten hier. Gut, knallen wir mal einen da rein. Erstmal schön den Baum getroffen. Schnelle Drehung. Kommt auch schon die erste Verstärkungswelle. Wir haben jetzt auch 20.000 Punkte zum Capturen. Also deutlich mehr. Was haben wir denn hin hier? Boah. Habt ihr gesehen? Den habe ich. Boah, also hier. Das Kälterwellen von der linken Seite angegriffen, heißt das. Ne, was? Von hinten? Was? Ich zieh mal einen Panzer wieder zurück. Das wollen die doch jetzt nicht wirklich machen. Na
Da sehe ich ein Geschütz. Okay. Wir werden das so machen. Wir werden uns jetzt schnell auf den ersten Punkt da konzentrieren. Da ist ja so wenig Leute drin an Dingens. Weil wenn die jetzt von beiden Seiten angreifen können, das ist natürlich böse. Ich brauche ja Ewigkeit, um das Geschütz zu drehen. Okay, hat nichts gebracht. Pass auf. Beginnen. Alles jetzt ein bisschen schneller an. Weil von beiden Seiten angegriffen werden möchte ich tatsächlich nicht. Gastank hier? Mit denen hier? Ist er unbesiegbar oder was? Panzer von hinten. Okay, ist noch ein Kübelwagen. Mein Bein! Der wird Terminator hier. Er rennt immer weiter, immer weiter. Einfach drüber fahren!
Okay, den Kübelwagen haben sie von alleine erledigt. Das ist schon mal gut. So, was kommt von da vorne noch? Auch noch ein Kübelwagen, okay. Wie geht's mit meinen beiden Panzern hier vorwärts? Ja, wir müssen mal ein bisschen clearen hier. Wo ist der letzte? Wo steht da hinten? Oh. Mies. Er hat direkt eine Sprengladung geworfen. Und hat einfach mal die Kanone kaputt gemacht und den Turm. Okay, den müssen wir reparieren. Und dann rücken wir jetzt mit unseren Leuten vor. Ja. Die nehmen wir alle. Rein da. Von hier aus können wir nämlich weiter operieren. Das passt doch ganz gut. Boah, ich kann die Kanone hier oben drauf stellen. Also, eine richtig schöne Position hier oben, ne? Das muss man ja auch mal sagen. Eine richtig, richtig schöne Karte. So, die können nach hinten hin, weiter abdecken, die, Pack! Ne, ist jetzt einfach mal Panzerabwehrkanone. So, auch hier rüber bitte. Und du auch. Bewegen sich alle? Ja, ne? Gut. Sehr schön. So, der Panzer ist wieder einsatzbereit, alles kein Thema. Ja, was man eben so eine Sprengladung macht, ne? Mal eben. So, ich guck mal noch mal ganz kurz, was ist das? Oh. Gefährlich. Ich glaube, die stand genau da drüben am Berg da. Jo, da ist er. Bäm! Schöner Treffer. Das andere ist natürlich jetzt noch relativ weit weg, sehe ich gerade. Dann machen wir das am besten. Also, ich glaube, die schießt nicht bis darüber, ne? Wir müssen das Gebiet halten. Das heißt, wir müssten... Ja. Hier, der Platz wäre, glaube ich, optimal, um da drüben angreifen zu können. Wollen wir das mal clearen. Viele Einheiten sehe ich jetzt nicht. Muss mal irgendwo ein Soldat sein. Da drin. Jo. Komm da raus! Bitte in die andere Richtung schauen. Ja,
weiß nicht, ob hier nochmal großartig versteckt. Oh, mal hier, wir können einen Wachturm bauen. Das ist ja cool. Deswegen bauen wir jetzt hier erstmal eine Sperre auf. Hattest du ein MG dabei? MG-Schütze. MG42 Trommelmagazin. Optimal. Wo sind denn hier meine normalen Camper? Die hier gerade irgendwie nur noch. Ah, hier, Grenzmiliz. Du nicht. Achtung, weg hier. Der Infanterie ein bisschen Deckung geben. Alleine schießen. So, und die Artillerie holen. Ich hätte jetzt gedacht, wir werden beschossen. Alles mit hier. Так точно. Слушаю, командир. Что приказа? So, falls jetzt hier noch ein Fahrzeug kommt, zumindest können wir das abwehren. Das sollte ja klappen. Bin ich hier schon erledigt? Hier ist noch irgendwas an der Kirche da und im Kirchenturm. Da läuft einer über die Brücke. Was hat der Kirchturm hier weg? Das gibt's doch gar nicht. Hat wahrscheinlich nicht genug Power. Von hinten kam auch jetzt nochmal Einheiten, zumindest Infanterie. Von da kommt ein Fahrzeug. Oh, 35T. Oh, ich brauche die Pack ganz schnell hier vorne. Schon mal schön in Deckung gehen hier, Leute. Wer wird nämlich hier rüberkommen? Genau hier will ich dich haben. Hä? Was ist die? Ist die Infanterie? Da kommt sie. Okay, ich muss mich trotzdem erst auf den Panzer konzentrieren. Das müssen die Schützen mal alleine machen. Ich hab auch die falsche Munition drin. Wo ist er? Die im Graben sind in Deckung gegangen.
Ballert ihm einen rein. Noch einen. Sauber. Wir brauchen nach da vorne Sunnies. Gut, die Infanterie ist erledigt. Kommt nicht hin. Okay, schicken wir noch einen Panzer zur Unterstützung bei. So, verarztet die mal. Da kommt noch mehr. 3,7 Pack. 2 cm Flak. Okay, ich brauche noch mehr nach vorne auf jeden Fall. Oh, da kommt noch was. MG34. Pass auf. Du bitte ballern hier. Schießen. Ist das andere noch aufgekoppelt? Ja. Zurück zu meiner Position hier. Hier oben rein, bitte. Ich weiß nicht, wie schnell du bist, damit den zum Reparieren. Fang aber schon mal an. Drehen, 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 drehen. Da kommen schon die ersten Leute. Warum liegen die da so komisch im Graben drin? Ждем приказа. Ждем приказов. Ждем дальнейших указаний. Слушаю. Готовы к бою. Наблюдаем врага. Слушаю, командир. Ждем приказа. Achtung! Feindliches Geschütz! Okay, die haben wir erstmal abgewehrt. Mein MTC hier bis um die 234 gewonnen. Sonst hätte uns das in den Rücken geballert. Jetzt nehmen wir es mit und verwenden es gegen den Gegner. Pack jetzt nicht mehr sehen. Schießen, Feuer, hallo. Понял. Damit wir die erwischen können, ne? Die Besatzung betäubt. Komm, komm, komm.
какие будут указания. Oh, so ein Arsch. Ja, ich muss das mit der Artillerie machen. Auch schon einmal geschossen. Meilenweit daneben. Ach du Kacke. Jo. Die Druckwelle hat's gemacht. So, bitte einmal kurz reparieren hier. Zwei Panzer. Wo habe ich den anderen? Den habe ich nach hinten geschoben, ne? So. Dann können wir jetzt uns langsam um die Eroberung hier kümmern. Nur kurz gucken, hier ist noch irgendwo ein Geschütz eingezeichnet. Ist auch mal eine 2 cm Flak, ne? Ist das richtig? Ja. So, du kannst jetzt wieder da reparieren. Muss mich raten, dein Inventar ist voll, ne? Ja. Moment, ich hole mir. Ich hab da noch hier ein. Du kannst auch reparieren. So, du kannst auch mal. Naja, Boogie. Как прикажете? Waffe wechseln bitte. Schon mal ein MG34 dabei, ist schon mal ganz gut. Hier ist auch noch eins drin. Das können wir uns auch noch dann gleich erobern am besten. So, einmal bitte drehen. Jetzt will ich erstmal diesen Kirchturm da wegsehen. Der eine Typ hier immer noch drin. So. Sag gute Nacht. Was? Erledigt. So, sind die hier so ein bisschen amphibienmäßig unterwegs? Ja, ne? Das schaffen die doch. Oh ne, das ist zu tief. Fahr doch mal darüber, Kollege. Der ist jetzt repariert, das ist gut. Die Pack ist nicht zerstört, ne? Das heißt, wir können mal... Pack und die Flak, nehmen wir die einen. Schon mal mindestens einen hinlaufen lassen. Oh, ist derselbe nochmal. Den dahin. Oh. Versteckt sich noch ein bisschen was im Feld. Ah, der steht, glaube ich, nochmal auf. Ah, da kommt nochmal eine Verstärkungswelle, sehe ich gerade. Drüberfahren. Voll über die Beine gefahren. Kurz gucken, was sie da schicken. Kfz MG 34.
ganz repariert. Aber wir können das nicht bewegen, ne? Wo kommt das Fahrzeug da? Ich glaube, der ist noch schnell genug, um das abzufangen. Kurz ein bisschen Infanterieunterstützung. Das scheint schon fast gar nicht mehr möglich zu sein. Da kommt auch nochmal ein Fahrzeug, ist auch so ein Kfz-Ding und ein MG. Zu. Ja, immer erst Fahrzeugfokus. Stoppt damit schon mal, der hat nämlich einen Motorschaden jetzt hier. So, einfach verbrennen lassen, alles super. So, bitte nochmal hier ein bisschen rumbomben. Ja, ach was, ist ein Panzer. Boom. In die Luft gesprengt. Warum höre ich noch keine Artillerie schießen? Wir brauchen schwerere Waffen. Noch was? Noch ein MG. Also vorne hat es einen erwischt. Komm, ich will so wenig Verluste wie möglich haben. Auch dem Soldaten wird geholfen. Wo ist die Flak? Ich kann auch ohne Drehbahnturm kämpfen.
Und Panzerabwehr kann. Dreht sich nicht, verdammt. Okay, da hat die 107 mm mal ausgeholfen schon mal. Ah, da bringt sich noch ein anderes Geschütz in Stellung, sehe ich gerade. Na, da oben. Ist das nur mein Empfinden so, oder ist das tatsächlich ordentlich stärker gewesen? Das MG, was der Panzer hatte, als das MG von meinen Panzern. Der MG 34. Auch ein MG 34. So, hier haben wir alles vernichtet, sehr gut. Oh, da schicken die ja schon wieder ein Fahrzeug. Alter, die schicken auf jeden Fall deutlich mehr Fahrzeuge. Wow, Flammenwerfer. Zwei Fahrzeuge?
sitzt da dran, ne? Das passt schon. Das haben wir eigentlich relativ gut gelöst, glaube ich. Jetzt haben wir hier oben einen Panzer verloren, aber wir haben genug Besatzung, um den wieder aufzufüllen. Sollten wir hinkriegen. Und ich glaube... Okay. Das hat keinen Sinn hier, das muss man ein bisschen weiter darüber. Oh, das wäre beinahe Treffer gewesen. Lass es selber schießen. Fahrzeug hat jetzt, dachte der. So, bitte doch mal schön in den Schlitz ballern. Perfekt. Da will ich sagen, ne? Wenn auf einen so ein Baum fällt, ne? Sollte der eigentlich auch Platz sein. Oh oh. Boah, ich glaube, das war knapp. Ich weiß nicht, ob der Panzer auch hier absaufen könnte. Mitnehmen bitte. Oh, hatte ich die Panzerkugel nicht dabei? Das ist ja eigentlich mit 35k ist das hier, glaube ich, ne? Geht schon fit für den Anfang. Wo wollten wir hin? So, dann schauen wir mal noch, was wir hier jetzt an Waffen mitnehmen können. Und wir haben noch ein paar Fahrzeuge, habe ich gesehen. Hier geht mal darüber. Hier auch. Habe ich hier Panzerbesatzung bei? Nein. Wo habe ich denn die Panzerbesatzung hingeschickt? Da sind sie. Rüber da. Wir müssen mal eben hier noch unsere Beute ziehen. Unsere wohlverdiente. So, das ist eine normale Karabine. Hier ist eine Panzerbüchse. Fühle ich jetzt nicht so.
Ein paar MGs würde ich schon gerne noch mitnehmen, ne, wenn es geht. Die haben aber keine. Die auch nicht. Die MPs. Boah, lass ich jetzt mal außen vor. Ja, der ist aber nicht kaputt, den kann man nehmen. Ich eine. Bist du ein Panzerbesatzer? Bist du nicht? Aber da kommt die schon angerollt. Reparieren bitte. So, MG34, wo bist du? Weiter hier oben. Da. Waren das nicht zwei MGs? Na klar, habe ich auch eins vernichtet. Sabotage. Die Sau. Слушаю. Jetzt mal einsteigen. Mal gucken, ob jetzt auch wieder Sabotage kommt. Alter Schwede. Ey, wie mies. Als ob die damals einen scheiß Truck verkabelt hätten. Hier ist aber einer drin. Der ist heile geblieben. Das war natürlich jetzt sehr krass irgendwie. Vor allem den hier nicht, den ja. Ich würde vielleicht mal vorher das MG rausziehen sollen, aber gut, das kannst du ja vorher nicht wissen, ne? Na, den Kübelwagen lassen wir jetzt mal. So, das hier waren noch diese Traktordinger. Juckt mich trotzdem mal in den Finger, muss mal ausprobieren. Ob das geht. Na, Sabotage, Leute. Guckt euch das an, ey. Krass. Okay. Der Seite hier, da ist jetzt ein Flammenwerfer drin. Stahlhelm. P41, P41, da ist aber. Zwei MGs sehe ich hier noch. Die müssen wir uns gönnen. Auch wenn es nur MG34er sind. Schreib mal ein. Mal gucken, was passiert. Okay. Der hat nicht Bumm gemacht. Okay. Ist reizvoll tatsächlich, ne? Also, die Mod macht vieles richtig. Also auch das mit der Sabotage, auch wenn es jetzt ein bisschen ärgerlich tatsächlich ist, ne? Auch irgendwo ein cooles Feature, dass es das auf einmal gibt, so, ne? Muss ich ja auch einfach mal dazu sagen. Oh, gut. Das ist ein gut. Jo. Also, trotzdem reizvoll. So. Setz bitte noch deinen Helm auf hier. Auch wenn es ein deutscher Helm ist, ne, den du wahrscheinlich niemals nehmen würdest, musst du ihn hier aufsetzen. Ich zähle dich dazu. So. Den Schrott hier weg. Zack. Ja, das haben wir doch relativ gut geregelt. Würde ich mal so behaupten. Relativ coole Beute gezogen noch. Für die erste Mission. Ich sag mal so, wenn es zur Verteidigung geht, ne, wird das Ganze nochmal ein bisschen anders aussehen. Davon könnt ihr ausgehen. Also, das wird nochmal ganz anders werden. So, mache ich noch ein schönes Thumbnail. Für die Girls. Zack! So. Ich sag vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Leute, für die erste Folge mit der Conquest V2 Mod. So schwer war es jetzt tatsächlich nicht, aber ich glaube, da ist noch Steigerungspotenzial bei. Also es wird bestimmt noch viel, viel schwerer. Wer noch nicht hat, Leute, abonniert gerne den Kanal. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn ihr auf der Abo-Glocke rumgedrückt habt und natürlich auch die Benachrichtigung eingeschaltet habt. Ansonsten, ihr dürft auch gerne bei uns im Discord mit reinschauen. Dort könnt ihr immer Eindrücke hinterlassen, Fragen stellen und so weiter. Es wird alles immer sehr, sehr gerne beantwortet. Und ansonsten, Leute, wir sehen uns. Macht's gut.